I wanted you. Ich suche eine Feuerwehr, die was mit mir gemeinsam eine oder zwei US-3000C von Pylontech zerstört für die Forschung und Wissenschaft. Alle Feuerwehren im Umkreis von 500 Kilometer von Graz, bitte bei mir in der Videobeschreibung hinterlegten E-Mail-Adresse melden. Es wäre mir eine große Freude. Was haben wir dann vor gemeinsam? Wir wollen eine zusammengebaute Pylontech ohne BMS im Prinzip die Batterien überladen, dass wir schauen, was passiert bei den Zellen. Gehen sie uns thermisch durch? Und was auch interessant wäre, wenn eine mechanische Geschichte ist, wenn die ganze Sache dann zu Bruch gehen sollte. Vielleicht haben wir da eine Spreizerschere von der Feuerwehr. Das wären so die Ideen von mir für den Test. Bitte alle Feuerwehren oder diejenige, die was Bock hat, mit mir gemeinsam diese Aktion zu machen, bei mir melden. Des Weiteren können wir vielleicht einen oder anderen Sponsor benötigen, weil natürlich wir wahrscheinlich ein paar Kameras zu Bruch gehen werden, weil wir natürlich das versuchen, sehr gut für die Nachwelt zu dokumentieren. Dementsprechend, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für Versicherungen, die können sich da sicher sehr werbewirksam positionieren. Gut, im Hintergrund sehen wir noch, ich habe noch drei Stück. Sprich, in Summe sind es drei Stück, die, was mir die Firma Schwarz Baumaschinen zukommen ließ, weil es uns einfach interessiert, was ist los, wie sicher sind nun jetzt wirklich diese Lithium-Eisenbatterien rund um Pylontech und Co. Des Weiteren werden wir heute ein sehr ausführliches Inside-Video machen, um das Ganze zu analysieren, warum es auf die 15 Zellen gekommen ist. Wie cool ist ein Pylontech BMS? Wo hat Zeplos die Vorteile? Und. Das werden wir dann in einer gemeinsamen Analyse hier besprechen. Heute ist schönes Wetter, dementsprechend mache ich das mal im Freien. So kann es ausschauen, wenn man Wasserschaden hat, wenn dann die Kontakte irgendwie leitfähig wären. Da ist da einiges abgeschmort. Die Batterien waren nagelneu und auch gut im Einsatz. Aber beim Container ist ein wenig Wasser eingetreten. Und dann kann schon passieren, dass das BMS eine teuflische Geschichte wird. Wenn wir schon beim BMS sind, ich werde das Ding jetzt gleich einmal hervorfangen, damit der Schatten weg ist. Die Pylontech BMS schalten den Minus. Das heißt, hier kommt von der Batterie der Minus rauf. Und der Minus, den werde ich jetzt gleich abstecken, damit der Schatten weg ist, geht dann hier die Kupferschiene rauf auf unsere Anschlussbuchsen. Hier hinterhalb ist ja die Kupferschiene, die was die anderen Videos kennen. Das heißt, der ganze Teil da auf der linken Seite ist alles rund um SOC, Kommunikation und, Tippschaltergeschichte. Und unser Leistungsteil im Prinzip beginnt hier raus. Und hier im Prinzip ist das große Problem mit der Sicherheit, weil nämlich, wenn diese Schalthalbleiter leitend werden, hatte ich schon, dann ist das saugefährlich, weil wir haben dann hier keine Abschalteinrichtung mehr. Wie ist das schon bei ein paar Pylontech BMS leider passiert, dass diese permanent durchschalten. Hier hat halt noch Zeplos die Nase vorn, weil nämlich hier noch eine Megafuse-Sicherung noch auf dem BMS mit eingebaut ist. Und somit ist die Zeplos-Batterietechnik, also die Zeplos BMS, um einigen Touch sicherer, durch die Möglichkeit der Megafuse-Sicherung, weil nämlich, wenn das Ganze dann direkt reingeht zum Inverter oder dahinter dann in deiner DC-Verkabelung vielleicht auch noch zum Kurzschluss kommt, muss ja, wenn das leitfähig wird, wird ja permanente Energie aus den Batteriezellen rausgetrieben. Dementsprechend haben wir da keine Sicherheit mehr und genau das ist die Situation, die was ich mit der Feuerwehr dann gemeinsam nachstellen möchte, dass wir im Prinzip die Batterien überladen und dann schauen wir mal, weil im Prinzip bei der Überladung ist ja auch nichts anderes. Wir stellen da, das BMS hat einen Vogel, es reagiert nicht mehr und unser Wechselrichter hat auch einen Vogel, geht rauf auf 60 Volt und das möchten wir dann gemeinsam bei unserem Forschungsprojekt mit der Feuerwehr, die was sich dann hoffentlich bei mir melden wird, gemeinsam herausfinden. Ich glaube, das Video wird sehr spannend, weil wir dann einfach Erkenntnisse aus der Praxis haben. Sonst sind meine Elektronikkenntnisse hier ein wenig schwach unterwegs, um da schlau mitzureden. Hierfür müssten wir einen Elektronikexperten haben, den schicke ich aber das Board gerne zu, dass wir hierzu eine Elektronikanalyse bekommen, wie das Ganze aufgebaut ist. Vielleicht kennt ja jemanden vom Kanal Zero Brain, weil die sind da, oder beziehungsweise
Der Kollege von Kanal Zero Brain macht das großartig rund um die Schaltungs-Back-Engineerings-Geschichte. Hier dürfte ein Mikroprozessor sein, der was leider aber nicht mehr schön zu erkennen ist. Ich lese hier irgendwas mit Norton, wenn ich das richtig runtergelesen habe, aber schwer zu erkennen. Vielmehr ist hier nicht so für mich jetzt da zum Erspechteln. Übrigens, diese Teile sind dann in der Batterie drin auf dem Kühlblech. Das heißt, hier mit den Wärmeleitpads auf dem Kühlkörper sitzt dann hier die Schalterelektronik. Also zusammengefasst, hier, wenn diese Halbleiter durchbrennen, gehen einfach die Kontakte von der Batterie direkt raus ins Freie oder zur Verbrauchanlage. Somit ist im Bereich der Zellen kein Schutzmechanismus mehr vorhanden, nur für euer Verständnis. Und noch einmal, Pylontech schaltet den Minuspol. Hier kommt der Minus von der Batterie und dieser Minus geht raus. Was haben wir hier jetzt da? Hier haben wir im Prinzip die Messleitung für das Balancing, falls hier überhaupt ein wirklicher aktiver Balancer verbaut ist. Dazu bitte die Experten was in den Kommentaren schreiben. Wir haben im Prinzip erstes Zellpaket, zweites Zellpaket, drittes Zellpaket, überall 5 Zellen. Dementsprechend kommen wir auf die 15 Zellen. Hier ist noch ein Piepser eingebaut und den Rest bitte von den Bildern entnehmen. Jetzt schauen wir uns die Batteriezelle an. So, und wenn wir uns die drei Zellpakete anschauen, das sind ja drei eigene Pakete, verstehen wir auch, wieso die alten Systeme alle 15-zellig waren, weil 3x5 ist einfach von der Konstruktionsbedingung heraus wesentlich angenehmer. Somit hätten wir auch dieses Mysterium geklärt, wieso von Pylontech im Prinzip die ersten Batteriekonzepte heraus oder generell die ersten Lithium-Eisen-Batteriekonzepte alle 15 Zellen waren. Wir sehen es hier auch noch. 1, 2, 3, 4, 5 hier die Zellen. Die sind dann immer plus, minus verdreht, damit wir eine Serienschaltung haben. Diese Batterie hat jetzt roundabout, wir können noch einmal nachmessen, ich glaube 16,49 Volt. Und die Zellen selber sind aber alle in Ordnung. Das ist, hier sind uns bei diesem Wasserschaden die ganzen BMS verreckt. Vielleicht können wir auch rund um ein Upcycling irgendein cooles Projekt umsetzen, was wir für ein Afterlife rund um diesen Batteriezellen noch machen können. Aber das lassen wir uns überraschen. Die Zellen selber sind jetzt dann nicht so, wie wir es gewohnt sind, prismatische Zellen, sondern wenn wir seitlich den Blechdeckel oder Aluminiumdeckel uns anschauen. Das heißt, hier oben war so ein Aludeckel, der ging relativ leicht runter und da sehen wir im Prinzip diese in, ich glaube, Aluminium verpackten, geschweißten Zellen, so wie bei den Handyakkus, einfach nur richtig, richtig groß. Hier haben wir durch runter die ganzen Zellpakete. Jede Zelle ist scheinbar doppelt ausgeführt, das heißt, von unten 2, 4, 6, 8, 10 Pakete. Also ich vermute mal, dass hier zwei Pakete parallel geschaltet sind. Und natürlich, da ist dann klar, hier ist dann bei den Zeugs, die was das auch von den Handy-Videos kennen, wenn hier diese Folie Schaumstoff nicht wäre, wenn ich jetzt mit dem Schraubenzieher durch reinsteche, kann das sehr wohl auch im Lithium-Eisen-Bereich gefährlich werden. Aber das wollen wir dann gemeinsam mit der Feuerwehr herausfinden, wie die Zellen dann reagieren, wenn wir sie zerstören. Dementsprechend ist jetzt das alte Konzept von Pylontech eher so auf Mainstream gebaut und ich finde von der Konstruktion heraus die prismatischen Zellen doch ein Touch sicherer. Aber man darf nicht vergessen, Pylontech war doch einer der ersten, der was hier sich einen Namen aufgebaut hat und natürlich auch relativ für seinerzeit leistbare Batteriekonzepte im Lithium-Eisen-Bereich für Heimenergiespeicher den Leuten aufwarten konnte. Die Zellen sind dann hier mit diesem Nickel-Kupferbar. Hier werden die dann verbunden, die Kollegen, mit dieser Nickelbar. Das Ganze passiert zweimal. Also alles rund um der Wartungsgeschichte und Zusammenbau ist großartig gelöst. Da gibt es nichts zum Nörgeln. Auch die Schweißtechnik, was unsere chinesischen Freunde hier angewandt haben im Laserbereich, ist auch großartig. Hier haben wir dann noch die Leitungen zum BMS für die einzelnen Zellen für die Messung und das war's schon. Dann gibt es natürlich diese Plastikdeckel nur als Randnotiz und wenn man dann auch schaut, ist hier immer Plus und Minus noch einmal im Kunststoff reingeprägt. Ja, und diese drei Pakete werden dann nebeneinander hier angebracht. Hier oben ist noch eine Schiene, die was runterdrückt und das war das ganze Hexenwerk und wir hätten einmal ein wirklich sehr tiefes Insight von einer US 3000C von Pylontech gesehen.
So Freunde, ich sage danke für euer Zusehen und ich freue mich schon auf die vielen Bewerbungen von den Feuerwehren, dass wir da vielleicht gemeinsam für die Sicherheitstechnik ein wenig einen Nachweis erbringen, wie es wirklich ausschaut, wenn man Lithium-Eisen-Zetteln bzw. Batterie-Package zerstört bzw. falsch bedient oder einfach Simulationen nachstellt, wenn etwas zu Bruch gegangen ist. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer Mr. Mining. Tschüss. Baba.